So, Freunde, wir sind gerade auf dem Weg zu hkg24.de in Großbeeren. Da war ich nämlich heute zu Besuch, weil ich demnächst von denen nämlich ein Mini-Auto bekomme, was ich mal im Alltag gerne testen möchte. Da gibt es dann noch einen entsprechenden Vlog von mir. Aber die hatten einen Lopi-Fit da. Von dem Teil habe ich schon mal gehört. Das ist die Kombination aus einem E-Bike und einem Laufband. Und das testen wir jetzt. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Ja, Freunde, willkommen bei HKG24. Leute, da müsst ihr unbedingt mal auf die Webseite gehen. Wir haben so viele verrückte Fahrzeuge. Aber das Verrückteste zeige ich euch jetzt. Jo, wir sind hier mitten im Industriegebiet und genau jetzt muss es anfangen zu regnen. Genau jetzt muss es anfangen zu regnen. Ich könnte kotzen, bis der Arzt kommt. Das gibt's nicht. Ich habe immer so ein Glück. Ohne Scheiß. Ungewohnt, total ungewohnt, damit zu fahren. Wir gehen gleich mal die wichtigsten technischen Sachen durch und dann einfach raus. Einfach mal eine Runde fahren und mal gucken. So, Freunde, allen Widrigkeiten zum Trotz. Ja, es regnet gerade. Wir sind wegen dem Lopi-Fit hier in Lamborghini Orange. Nicht wegen dem Ram mit 5,7 Liter, nein, wegen dem Lopi-Fit. Gibt es bereits seit 2014. Ist eine Kombination aus E-Bike und Laufband. Ich habe davon schon gehört. Also gibt es schon fast 10 Jahre. Jetzt aber in der zweiten Generation. Geboren in den Niederlanden. Mittlerweile ist es so, dass 90% aus China kommt. Und in den Niederlanden macht man dann so ein Stück weit die Endmontage. Länge über 2,20 Meter, Gewicht um die 50 Kilo. Mischbereifung vorne ein bisschen größer, hinten ein bisschen kleiner. Das Antriebssystem ist ja absolut innovativ, sondern du treibst es wirklich dadurch an, dass du halt eben auf diesem Laufband läufst. Dann hast du diverse Fahrstufen und dann kannst du damit eben die Geschwindigkeit regulieren. Ich bin schon sehr gespannt, wie es sich fährt. Es ist aber tatsächlich ein E-Bike, was du auf der Straße und auf dem Radweg fahren dürfst, weil wir haben hier ein 48-Volt-System verbaut mit 960 Wattstunden. Darüber hinaus haben wir hier den Motor, den man outgesourced hat. In der ersten Generation war es ein Buffermotor. Ich weiß nicht, ob es immer noch ein Buffermotor ist. Ich sage jetzt einfach mal, hier ist der Elektromotor, 48 Volt, 250 Watt, maximale Unterstützung 25 km/h. Wir haben dann hier auf der anderen Seite unsere Bremsen verbaut. Das sieht ihr hier sehr schön. Also Scheibenbremse hinten, Scheibenbremse vorn. Und das Innovative ist natürlich hier dieses Laufband. Und genau das ist es, ne? Also im Endeffekt stehst du auf der Stelle und trittst nachher nur ins Laufband und hast damit im Prinzip diese Vorwärtsbewegung über diese Fahrstufen. Du kannst also hier zum einen schon mal das Fahrzeug einschalten und könntest darüber auch, also im Akku integriert ist dann auch das Rücklicht. Das finde ich irgendwie ganz witzig gemacht. Wir haben ja noch so einen Gepäckträger. Okay, alles cool. Sieht erstmal aus wie ein normales Fahrrad. Motor hat man, wie gesagt, nach rechts gepackt. Das Ganze aber hier noch mit so einem Schutz versehen aus Metall, dass da im Prinzip, dass du nicht reinkommst mit deinem Gewand. Also in Saudi-Arabien fährt man wohl sehr, sehr viel diesen Lopi-Fit. Es gab jetzt lange Lieferzeiten von über einem halben Jahr und ich bin total happy, dass ich das Teil jetzt hier überhaupt stehen sehe und es auch mal fahren darf. Schon sehr innovativ, ja. Vorne Schutzbleche, aber auch hier Licht musst du dann im Prinzip manuell einschalten. Funktioniert dann über einen eingebauten Akku. Es gibt keine Schaltung im klassischen Sinne, sondern eben nur diese Fahrstufen. Wir können jetzt hier über das Display den Lopi-Fit einschalten und haben dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fahrstufen zur Auswahl. Okay, das ist eine ganze Menge. Wenn du hier die Bremse ziehst, dann deaktivierst du das Laufband. Das bedeutet, dann rollst du nur noch aus. Du hast aber keinen Gasregriff oder ähnliches, weil dann wärst du wieder ein Moped von der Deklaration und du bräuchtest ein Kennzeichen, sondern du bedienst die Bremse und musst dann daran denken, dass das Laufband stoppt. Nicht, dass du noch irgendwie weiterläufst. Also, es ist schon echt ein verrücktes System, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wie ich das einschätzen kann und soll. Aber ich finde es total cool, innovativ und ist immer vor allem eine völlig neue Art der Fortbewegung, die ich jetzt hier bei der Firma hkg24.de ausprobieren darf in Großbeeren bei Berlin. Ihr könnt also tatsächlich gerne hierher kommen, wenn ihr euch für ein Fahrzeug interessiert. Die Jungs haben Elektroshopper, Elektroroller, Elektrofahrräder und eben auch diesen Lopi-Fit. Und Mini-Autos haben sie auch. Und Mini-Auto kriege ich auch mal 3-4 Tage, kann ich dann auch mal ein bisschen ausprobieren, wie sich das Ganze im Alltag macht. So, Leute, wir starten jetzt mit unserem Test vom Lopi-Fit. Ich bin schon ganz gespannt, wie sich das jetzt fährt. Nicht fährt, läuft. Nee, die Kombination aus Laufen und Fahren ist natürlich irgendwie, ja, keine Ahnung, pedalieren kann man ja jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir theoretisch bis nach China kommen, weil wir haben ein riesen Akkusystem, 48 Volt, 960 Wattstunden, müsste also reichen für, weiß ich nicht, 80 Kilometer bestimmt. 250 Watt und ja, es ist schon echt ein Pfund, was man da zwischen den Beinen hat. 50 Kilo ist jetzt hier natürlich nicht ohne. Wir starten einfach mal, indem wir natürlich das Fahrzeug irgendwo einschalten. Das machen wir jetzt hier gleich mal. Und zwar hier über die M-Taste.
Da können wir unseren LopiFit einschalten und der ist jetzt in Fahrstufe 1. So, und jetzt ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kicke ihn einfach mal an und würde jetzt anfangen zu laufen. So, und beim Laufen ist es ganz wichtig, dass ihr nicht zu weit nach hinten kommt. Aber es ging jetzt schnell. Also da ich ja selber zu Hause auch ein Laufband habe, ist das kein Problem für mich. Ich muss allerdings gestehen, dass ich finde, dass der Lenker könnte noch ein bisschen höher eingestellt sein für mich. Ich biege mal hier rechts ab. Oh ja, und das Abbiegen, das ist schon so eine Herausforderung für sich. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass mir Fahrstufe 1 noch zu langsam ist. Ich will ja, dass wir hier auch ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Und jawohl, Höchstgeschwindigkeit maximal, wie bei einem E-Bike eben auch, 25 km/h. Und als allererstes muss ich sagen, es ist sehr ungewohnt, weil natürlich sitzt du normalerweise auf einem Fahrrad. Hier stehst du und darüber hinaus läufst du noch. Das ist schon ziemlich krass irgendwie. Ja, also in Fahrstufe 2 würden wir jetzt hier 13 km/h erreichen. Das ist das, was ich jetzt links auf dem kleinen Display ablesen kann. Und ich finde, man hat sich relativ schnell an die ganze Situation, an die Gesamtsituation hier mit dem LopiFit gewöhnt, sodass ich mutig bin und gleich in Fahrstufe 3 umschalten werde. Und jetzt kommt nämlich die Besonderheit, wenn du ihn jetzt abbremst, also du bremst, dann fängt auch das Laufband an zu stehen. Also das hört dann einfach auf zu laufen und du musst natürlich aufpassen, dass du nicht weiterläufst. Das wäre natürlich ziemlich doof. Das wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht. So abgespaced. Ey, wie das wohl aussehen mag. Aber man gewöhnt sich schnell dran. Also es ist wirklich, oh, jetzt war ich wieder zu weit hinten. Ich muss gucken, dass ich relativ weit vorne laufe, ansonsten verliere ich gleich meinen Schuh. Ich bin da nämlich gerade mit meinem Schuh hängen geblieben, mit meinem Hacken. Also du gewöhnst dich wirklich schnell dran. Wir sind jetzt in Fahrstufe 3 mit gut 16 km/h dabei. Das ist ein entspanntes Training, was du hier absolvierst, ne? Aber das Geile ist, normalerweise trainierst du ja zu Hause auf dem Laufband, ja, und starrst die Wand an oder den Fernseher. Hier kriegst du echt noch was von der Natur mit und von deiner Umgebung. Und ich bin mir 100% sicher, dass dieses Fahrzeug ein absoluter Eyecatcher ist. Also die perfekte Werbeplattform, zumal man rechts und links eigentlich noch genug Platz hätte, um das Ganze noch so ein bisschen einzurahmen. Also man könnte hier links und rechts noch eine Wand hochziehen, klatscht da ein bisschen Werbung drauf und hinten läufst du einfach. Es sieht einfach nur abgespaced aus. Gleiche Situation, ich bremse ihn mal an. So, und sofort schaltet der Kopf um und sagt, alles klar, stehen bleiben. Mache ich dann an der Stelle auch. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, Fahrstufe 4. Kann ich hier auch direkt aus dem Stand los? Ja, geht auch. Aber dieses Antreten, wie bei einem E-Scooter, ist schon ein bisschen angenehmer. Ey, Mann. Oh, und wie automatisch jetzt schon alles funktioniert. Ja, ich habe noch so eine leicht gebückte Haltung, als würde ich eine Schubkarre vor mir herdrücken. Aber ich denke mal, dass man den Lenker noch einen Ticken einstellen kann. Ist ja auch heute alles sehr spontan. Fahrstufe 4 auf jeden Fall. Knapp 19 km/h und ich merke, es passiert auch was. Also der ganze Algorithmus, den ich normalerweise gewöhnt bin mit Sitzen und Pedalieren, ja, und gucken, dass man den Rücken nicht kaputt bekommt, das hast du hier nicht. Du hast im Endeffekt nichts anderes, als dass du jetzt hier entspannt spazieren gehst. Ja, du guckst dich jetzt hier um der Umgebung um, ja, du hast noch einen Lenker vor dir, aber ja, es ist nah dran an dem perfekten Bewegungsalgorithmus, nur dass man halt eben dazu noch ein Zubehör hat, was einen im Prinzip von A nach B schiebt. Ah, schon faszinierend. Faszinierend, aber 19 km/h holt's auch noch nicht. Die Butter mit vom Brot. Wir bremsen mal wieder ab und in dem Moment bleib ich wieder stehen. Es ist so abgespaced. Leute, es ist wirklich abgespaced. Jetzt Fahrstufe 5, ich bin gespannt. Ich kicke ihn wieder an. Mir ist das Ankicken, finde ich irgendwie angenehmer. Boah, und jetzt deutlich mehr Zug. 48 Volt, 250 Watt. Da ist natürlich kein Radnabenmotor. Der Motor hängt außen, hinten, rechts. Macht auch ein paar Geräusche, aber produziert genügend Druck. Aber man merkt schon, dass man trotzdem so ein bisschen ins Laufband reinlatschen muss, damit da eben auch was passiert. So, jetzt kommt noch mal so eine kleine Bordsteinkante. Wir gucken mal fahrwerkstechnisch, wie es aussieht. Kamera ist Gott sei Dank auch noch da. Fahrstufe 5, ja, war okay. Jetzt aber, komm. Fahrstufe 6, jetzt will ich auch was sehen hier. 25 km/h, die müssen jetzt aber kommen. Ja, Leute, jetzt passiert ja auch ein bisschen was. Man darf nur nicht zu häufig nach unten gucken. Ich greife ja schon sehr stark nach unten. Also man sollte sich immer versuchen, irgendwie auf den Weg zu konzentrieren, auf dem man fährt. Weil die Position, dieses leicht nach vorne geneigte, wenn man eben größer ist, ein bisschen tricky ist. Aber ich habe jetzt den Groove raus hier, ja. Also die Füße relativ weit vorne. Vielleicht kann man so auch ein bisschen den Moonwalk üben von Michael Jackson. Woo! Aber jetzt haben wir unsere 25 km/h, die wir hier ohne Probleme erreichen. So, und was passiert jetzt, wenn jetzt da theoretisch ein Auto kommen würde? Ich müsste jetzt bremsen. Oh, genau. Ja, genau. Und das ist tricky. Das ist tricky. Jetzt bist du mit 25 km/h voll auf der Bahn. Jetzt hast du eine Notsituation, wo du schnell bremsen musst.
dann bleibt dieses Laufband stehen. Du bist aber noch in dem Rhythmus drin, dass du läufst. Und dann passiert Folgendes. Entweder läufst du nach vorne oder du machst einen Satz. Da musst du deinen Kopf erstmal drauf programmieren. Also das Fahrzeug ist meiner Meinung nach nicht wirklich für so einen Ballungsraum wie Berlin geeignet, wo du schnell ausweichen musst, scharfe Kurven hast, weil du auch so einen riesen Wendekreis hast. Sondern es ist irgendwie so für die lange Gerade. Für die lange Gerade ist das richtig geil. Weil genau das ist es nämlich. Ne? Du läufst und läufst und läufst und läufst. Kommst du plötzlich in die Situation, dass du voll in die Eisen gehen musst. Ja, was passiert? Fliegst du über den Lenker? Rauschst du hinten über den Motor ab? Oder schaffst du es irgendwie stehen zu bleiben? Also das muss man ein bisschen üben. Ja, das ist ein kleiner Nachteil meiner Meinung nach, weil das Fahrzeug eben auch so groß und lang und schwer auch ist mit 50 Kilo, da schlägst du schon ein. Ne? Deswegen muss man da auch gewissenhaft vorgehen und vor allem auch mit Bedacht überlegen, wie man die Strecke wählt, damit man eben da nicht in diese Situation kommt, dass man sich nachher vielleicht noch auf die Fresse legt oder irgendjemand umnietet. Aber ist ja wie mit allen Dingen. Ne? Man muss erstmal ein bisschen üben und wenn man es dann geübt hat und sich fit fühlt, dann traut man sich genau eben diese Strecken wahrscheinlich auch zu, wo man sagt, okay, da komme ich jetzt drauf klar. So, jetzt haben wir genau die Situation wieder. Und jetzt hat diese Ausgangsposition, ja, als würde ich Skateboard fahren. So, ich wende jetzt mal. Jawohl. Das ist schon so ein kleiner LKW, den wir hier unterm Hintern haben. Wahnsinn, was für ein interessantes Konzept, wo man jetzt tatsächlich Elektromobilität mit der eigenen Bewegung kombiniert. Eine Art Hybridschaft zwischen Maschine und Mensch. Das Ganze, wie ich finde, zu einem Preis, der okay ist, aber doch recht teuer, ne? Also 3.000 Euro ist jetzt nicht ohne. Andersrum steckt da natürlich auch Innovation drin. Und ich verspreche euch, den Lopifit, den siehst du jetzt nicht an jeder Ecke. Also ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit 9 Jahren. So lange, wie es den Lopifit gibt. Ich habe ihn einmal im Fernsehen gesehen. Und das ist genau 9 Jahre her. Das war's. Aber jetzt ist er hier und wir beide sind hier entspannt auf der Straße unterwegs, wobei entspannt relativ ist. Ich klammer mich also wirklich schon so ein Stück weit am Lenker fest. Ich merke das selber, weil es natürlich noch ungewohnt ist, alles neu, aber es funktioniert. Was ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht zutrauen würde, außer ich laufe es aus, ja, wäre jetzt so ein Agilitäts- oder Wendigkeitstest, weil er ist eben nicht der wendigste und der blickt nach hinten. Oh mein Gott. Ey, der Blick nach hinten ist richtig krass. Wenn du nach hinten schaust und nach vorne läufst auf dem Ding, das ist schon tricky. Das ist schon tricky. Ich würde mir wahrscheinlich Rückspiegel anbauen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde mir hier Rückspiegel anbauen. Ein bisschen Angst habe ich auch, weil die ganzen LKWs hier immer vorbeiballern. Und ich hier ein völlig neues Mobilitätskonzept teste. Also kann man jetzt sagen, 3000 Euro gerechtfertigt, ja oder nein? Also ich finde schon, innovatives Konzept, großer Akku, absoluter Blickfänger. Du kombinierst das Pedelec mit dem Laufband. Du bist draußen am Start, hast was von der Umwelt und nimmst einfach am Leben teil. Und ich bin mir sicher, dass du ein wahnsinniger Eyecatcher bist. Aber ich merke, wie gesagt, immer noch, dass ich recht unsicher bin, weil ich auch erst seit 10 Minuten jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs bin. Und auf der Straße sowieso, ne? Da ist man schon mutig. Weil wenn jetzt kein Radweg vorhanden ist, der muss ja eh auf die Straße ausweichen. Und wie gesagt, du musst, und was ich auch merke, je nachdem, wie viel Druck ich auf das rechte oder linke Bein ausübe, dass er natürlich so ein bisschen die Tendenz hat, nach rechts oder links zu schwenken. Aber das bin ich eben mit meinem Gleichgewicht im Moment. Ich bin noch nicht ganz austariert und in der Symbiose mit dem Fahrzeug, aber ich merke, dass es mir immer mehr Spaß macht, wenn ich mir überlegen, ob man sowas wirklich in der City fahren würde. Bin da noch ein bisschen uneins. Das ist schon witzig. Aber ich traue mich trotzdem nicht reinzugucken. Ich weiß jetzt nicht, ob hinter mir ein Auto ist oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal eins machen. Ich bremse ihn mal ab. Ja, wir laufen mal weiter. Die Leute gucken natürlich. Was ist das denn? Ist der bekloppt? Hat der da ein Laufband mit einem E-Bike kombiniert? So ein bisschen verrückt sein, mal was Neues ausprobieren, sich ein Stück weit von der Masse abheben, anders sein und mit neuen Ideen nach vorne schauen. So, jetzt bremse ich ihn mal ab. Und jetzt bin ich wieder... Oh, ja. Bleibt stehen. Bleibt's nicht stehen. Jetzt. Oh, jetzt. Puh. Jetzt habe ich aber erstmal den Punkt gesucht. Wow. Oh. 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 Und weißt du, was du hast? Weißt du, was du hast? Ich meine, entweder sind das Stressless Legs, ja, oder das ist dieser Rebound-Effekt, wenn du von dem Ding runtergehst. Und vor allem die Beine fühlen sich leicht an, aber gleichzeitig dieses Zittern und Schlackern mit dazu, als hätte man Wackelpudding ab der Hüfte abwärts, was da jetzt langsam auf Spannung kommt und mal ein bisschen Muskulatur produziert. Ja, ich bin ja dran. Ich bin dran, Freunde. Und übrigens, mein Gewicht neuerdings 98,5 Kilogramm. Dank meiner Frau. Gute Ernährung, kein Alkohol. Aber zwischendurch gibt es mal ein Eis. Eigentlich gibt es jeden Abend ein Eis. Das ist geblieben. In Großbären ist man dabei, sich künstlerisch zu betätigen. Ihr seht jetzt natürlich alle, was versaut ist, aber es ist ja ganz klar ein Mensch. Du siehst hier die Sonnenbrille, du siehst die Nase, dem tropft die Nase. Und dann hat er natürlich so ein leichtes Doppelkinn, aber trotzdem ein Lächeln im Gesicht. Super, das ist kein Pimmel. Auf keinen Fall war das ein Pimmel. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen muss,
Mechanische Bremsen, ja, sind cool, aber wenn ich jetzt überlege, dass sie hier natürlich 25 km/h, 50 Kilo, dann bringst du dein Eigengewicht noch mit. Gewünscht hätte ich mir natürlich, und wenn es nur die Tektro gewesen wären, die mittlerweile auch sehr, sehr gut sind, aber zu einem bezahlbaren Preis, das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen. So hydraulische Bremsen und Lenker in der Höhe. Also der müsste auf jeden Fall, für mich müsste er noch höher. Ich gehe mal davon aus, ist das so eine Art Schnellverschluss? Hab ich auch noch nicht gesehen. Egal. Aber der Lenker könnte echt eigentlich so auf der Höhe für mich sein. Ich lauf, fahre mal weiter. Und jetzt bin ich auch voll drin. Jetzt bin ich auch voll drin. Und jetzt macht das Ganze auch richtig Laune. Ich und der Lopifit, wir sind jetzt eine Einheit. Die Symbiose hat stattgefunden. Ich habe mich verbunden wie bei Avatar. Und jetzt muss ich hier irgendwie rüber. Und das mache ich jetzt auch. Ich laufe hier rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Scheiße, oh ja. Und dann musst du dich aber koordinieren. Oh. Oh, warte. Oh ja, da musst du dich koordinieren. Oh, ich komme vorbeigelaufen. Den Gesichtsausdruck hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Aber egal. Ist es so. Da kommt der Irre wieder mit seinem Laufbandbike. Und jetzt mache ich schon ganz langsame Schritte, entspannte Schritte vor allem auch. Und ich merke auch, dass mein Blutdruck langsam ein Stück weit runter geht. Ich mich ein bisschen entspanne. Die Hände nicht mehr ganz so zupacken, als würden sie gleich einen Baumstamm zerreißen. Scheiße, bin ich dran vorbeigefahren? Nein! Tatsache, ich war so im Flow. Ich war so im Flow, dass ich HKG 24 verpasst habe. Jetzt wende mal mit dem Riesenteil. So, guck mal hier. Das kann sie nicht. Einfach mal so. Überleg mal, das ist schon eine richtige Straßensperre hier eigentlich, ne, wenn du so nimmst. Ja, bist du hier erstmal in Fahrstufe 6 unterwegs, ey. Bist du ganz fix von A nach B ohne Probleme. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal abbremsen. Ich bremse. Jetzt muss ich mal erstmal gerade kurz suchen. Sekunde mal, ja. So. Bin ich blöd oder was? Großbären. So, Route. So, jetzt geradeaus oder? Ja, es sind nur noch 200 Meter. Habe ich so einen Tunnelblick bekommen, habe meine Umwelt gar nicht wahrgenommen und habe nicht gecheckt, dass ich eigentlich in 200 Metern schon da bin. Mann. Guck mal, ich werde hier hypnotisiert vom Lopifit, ey. Das Geile ist, ich komme heute noch auf meine 10.000 Schritte. Da bin ich echt dran vorbeigeballert. Siehst du mal, hier müssen wir jetzt nämlich rein. Bremsen mal. Oh, und wieder die Situation, dass ich fast weitergelaufen wäre. Jawohl, nichts passiert, alles noch dran. Ich lebe noch. Oh, der Lopifit, der Lopifit lebt auch noch. Was war das für ein verrückter Roadtrip? Also erstmal möchte ich mich bedanken bei hkg24.de. Leute, geht einfach mal auf die Webseite von HKG. Da könnt ihr den Lopifit und viele weitere Fahrzeuge bestellen. Ihr könnt sie vor allem auch hier in Großbären ausprobieren. Aber was kann ich jetzt zum Lopifit sagen? Es ist ein faszinierendes und innovatives Antriebskonzept. Der Mix aus E-Bike und Laufband ist irgendwo ziemlich crazy. Man muss es erstmal verarbeiten und wenn man Laufbanderfahrung hat, geht es wesentlich schneller, glaube ich, als wenn du jetzt dich das erste Mal raufstellst und im Stand anfängst zu laufen. Sobald du vom Lopifit runter bist, eine stressless legs, ja, alles zittert, alles wackelt, aber es ist einfach ein cooles Konzept. Ob es jetzt alltagstauglich ist, sei jetzt mal dahingestellt. Wer sich sowas kauft, kauft sich sowas, glaube ich, als, ja, vielleicht sogar als Werbeprodukt, als Eyecatcher, weil er aus dem Rahmen fallen will, weil er vielleicht die lange Meile damit machen möchte oder weil er einfach nicht der Masse folgt und sagt, okay, ich will kein E-Bike, ich will auch kein klassisches Laufband, ich will Lopifit. Macht's einfach, 3000 Euro ist sportlich, aber ist okay, weil es ist absolut einmalig. Man muss es einfach mal irgendwie gemacht haben. Deswegen gibt es auch eigentlich wenig zu meckern. Ich hätte mir allerdings hydraulische Bremsen gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Und es wundert mich, wie gesagt, dass das Vorderlicht über einen eigenen Akku gespeist wird, obwohl man ja vielleicht auch hätte ein Dynamo einbauen können. Aber das sind so Kleinigkeiten und Lenkerhöhe, ganz wichtig. Also Lenkerhöhe, Außenspiegel, weil nach vorne laufen, fahren, lenken und nach hinten gucken. Vielleicht, wenn es alles noch neu ist, würde ich es vielleicht nicht machen. Wenn man es vielleicht schon ein bisschen geübt hat, geht es vielleicht. Aber ich war extrem unsicher und habe gemerkt, oh nee, bitte nicht. Und das Thema mit der Bremse, wenn du bremst, dass dann das Laufband stehen bleibt und du automatisch entweder nach vorne oder nach hinten fällst und dass du nicht zu große Schritte machen dürfst, weil ansonsten landest du halt eben hinten irgendwo im Gepäckträger oder wirst reingesaugt mit allem, was dran und drin ist. Ist egal. Aber es war echt cool. Hat Spaß gemacht. Also vielen Dank nochmal an die Firma hkg24.de. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Wir wollen ja weiter wachsen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Boah. Ich gehe jetzt erstmal rein, wische mir den Schweiß aus dem Gesicht und trinke erstmal was.